Hallo Leute, willkommen zur Folge 11 von meiner Warptorio-Serie. Und es geht weiter, fast wo wir letztes Mal aufgehört haben. Einfach auf einem weiteren Planeten forschen, meinen und Ressourcen horten. Auch dieser Planet sieht ziemlich grün aus. Vielleicht etwas nach unten weniger grün. Aber wenn wir es schaffen, wie letztes Mal die Alienbasen auszuräumen, bevor sie ein Problem für uns werden, sollten wir in der Lage sein, hier dann auch wirklich die vollen 30 Minuten zu verweilen. Hier oben brauchen wir vielleicht auch noch einen Turm und dann mache ich mal meine obligatorische Runde, um zu sehen, was da so in der Umgebung rumhängt. Und wie letztes Mal festgestellt, Wald hilft gegen die Umweltverschmutzung, gegen die Ausbreitung. Und das hier sieht doch schon ganz gut aus. Bessere Munition. Was sind das? Plus 15 Schaden. Okay. Machen wir hier weiter. Dieser Planet sieht bisher ganz gemütlich aus. Noch keine Aliens gefunden. Ausreichend große Erzfelder. Wahrscheinlich oder ziemlich sicher zu groß, dass wir die in den 30 Minuten, die wir hier auf diesem Planeten haben, wirklich auch abbauen können. Ja, hier unten ist etwas sandiger. Mal sehen, hier nach drüben gehen, ob da allenfalls irgendwelche Aliens sich eingenistet haben. Und wenn nicht, werden wir einfach mal abwarten. Ein Wurm, der stört mich nicht. Werden wir einfach mal abwarten, von wo denn die Aliens kommen und uns dann um sie kümmern. Aber so wie es aussieht, haben wir keine Nester in unmittelbarer Nähe. Was nicht unbedingt ein Nachteil ist. Vielleicht hier oben.
wo ich noch nicht nachschauen war. Nicht mehr alle Labore sind mit Fläschchen bestückt. Dem können wir abhelfen. Hier sind wir vollgelaufen. Da können wir auch noch Eisen nachlegen. Hier können wir Kupfer auffüllen. Und dann schauen wir mal, was es da oben rechts zu sehen gibt. Wir haben hier einen großen Wald, ein Waldstück. Das sollte uns bei der Umweltverschmutzung definitiv helfen. Auch hier kann ich bisher keine Aliens ausmachen. Sammle ein bisschen von dem toten Holz ein, denn bisher habe ich nicht so viel und wir werden wahrscheinlich einiges brauchen für Strommasten und Holzkisten, denn zumindest anfänglich sind Kisten aus Eisen oder gar Stahl einfach zu teuer. Und hier haben wir eine Lootbox. Drei Eisenkisten und zwei schnelle Greifer. Nehme ich dankend. Und dann hier unten gibt es noch ein Fleckchen, wo ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Aber nein, keine Aliens da. Gut. Das heißt, es geht so weiter. Forschen, meinen, schmelzen. Und dann werden wir irgendwann. Nun müssen wir uns entscheiden, wo wir weiter forschen wollen. Wir können hier Untergrundbänder in unseren Keller haben. Wir können einen zweiten Keller haben, können oben die Plattform vergrößern, wir können den Energiefluss erhöhen oder einen Teleporter. Ich denke, wir fangen mal hier an und dann Keller, Plattform, Energiefluss etc. Mit 2 Minuten, bevor wir wegwarpen und bisher ohne Alien-Attacken, packen wir mal die Miner zusammen und hoffen, dass wir hier dann in den Öfen noch alles schmelzen können. Bevor wir wirklich den Rest auch zusammenpacken müssen. Ja. Und wie ihr hier sehen könnt, sind wir derzeit verbrauchen wir mehr oder forschen wir mehr, als wir rote Fläschchen produzieren können.
Und das ja, ist gut und schlecht. Heißt, wir könnten eigentlich mehr forschen, wenn wir mehr produzieren. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wir doch ziemlich gute Fortschritte machen mit der Forschung. Und da kommen ja doch noch Aliens zu guter Letzt. Aber wir sind eh gleich weg und sehen, was der nächste Planet für uns bereithält. Also bis dann und tschüss!